Herzlich willkommen zu deiner aktiven Meditation. Du hast jetzt in 3 Folgen deine eigenen Grenzen entdeckt. Du hast ebenso ganz tief in dir geschaut, wo sind meine Grenzen? Und heute möchte ich dich dazu einladen, durch die Verkörperung der wilden Frau, durch dein Embodiment, deine eigenen Grenzen zu stärken und ganz passiv zu verteidigen, sodass du nicht in den Kampf ziehen musst, um sie nicht verletzt und gewahrt zu wissen. Ich lade dich ein, dir einen Raum zu suchen, wo du Platz hast. Du hörst im Hintergrund die Trommeln bereits schlagen, die dich rufen, deine wilde Frau zu leben, zu begrüßen, herauszuholen und in dir zu stärken. Mach dich erstmal ganz groß auf diesem Platz, an dem du jetzt stehst. Lass dein Rückgrat gerade werden, wachse in deine Größe. Bewege jetzt langsam deine Arme im Takt der Trommeln, die dich rufen. Lass die Trommeln durch dich durchfließen. Spüre, wie sie deinen Körper erfüllen. Überlass deinem Körper die Kontrolle. Er weiß ganz genau, wie er sich ausdrücken möchte. Ob das schwingt in dir, ob es stampft in dir, ob du dich klein machst, ob du ganz groß wirst, dein Körper weiß genau, was zu tun ist. Genieß dich und deine wilde Frau. Lebe dich. Genieße dich. Schau, ob dein Körper sich drehen möchte. Ob deine Lunge, deine Stimmbänder tief atmen, stoßweise atmen, Laute von sich geben. Alles ist genauso richtig und wichtig. Alles, was ich lösen muss, damit du deine Grenzen bemerkst, und andere deine Grenzen bemerken können, geht jetzt. Alles, was du brauchst, alles, wo du denkst, dass du es brauchst, schmilzt. Du brauchst gar nichts zu sein, zu werden oder zu verkörpern, was nicht jetzt schon in dir ist. Alles ist schon da.
Vertrau dir. Erweck es wieder. Lass alle schmerzhaften Erinnerungen schmelzen, die dich blockieren. Weg damit. Alles, was in deinen Zellen sitzt, wo deine Grenzen jemals verletzt wurden, wo du deine Grenzen überschritten hast, schmilzt jetzt. Wir bereiten dich auf einen Neustart vor. Jede deiner Milliarden Zellen bereitet sich darauf vor, aktualisiert zu werden. Die wilde Frau ist in dir. Du hast sie eingeladen und sie ist gekommen. Spüre sie in deinem Körper. Drücke sie aus durch deinen Körper. Spüre, wie die wilde Frau deine Zellen erfüllt. Spüre, wie dort, wo Platz geschaffen wurde, durch das Loslassen deiner Verletzungen, jetzt die wilde Frau Einzug hält. Und sei dir sicher, wann immer sie gebraucht wird, wird sie sich aktivieren. Du musst gar nichts dafür tun. Es wird einfach so sein. Begrüße sie. Erkenne, dass sie immer da war. Am Anbeginn der Zeit in jeder Frau und so auch in dir. Genieß dich in dieser neuen Kraft. Lad noch mehr davon ein. Sei noch mehr wilde Frau. Stecke deine Grenzen ab. Sprich sie aus. Nutze deine Worte, um ein Geschenk in Klarheit an deine Welt zu sein. Stell dir vor, wie das von jetzt an selbstverständlich geschieht. Während du deinen Körper weiter bewegst, lass Situationen kommen, lad sie ein, zu Besuch zu kommen und sieh, wie du für dich einstehst und wie die Menschen dich dafür lieben, dass du für dich einstehst. Schau hinter dir, stehen alle Generationen deiner Vorfahrinnen, deiner Ahnen, die sich die wilde Frau so sehr gewünscht hätten. Du hast jetzt die Möglichkeit, diese Wunde zu heilen, in
indem du den Fluch durchbrichst. Sieh, wie sie dich anschauen und dir zulächeln und all ihre Hoffnung in dir liegt. Du wirst euer aller Schicksal erfüllen. Deine Seele hat das beschlossen. Darum bist du gerade hier an diesem Ort zu dieser Zeit mit dieser Meditation. Erkenne, dass es kein in den Krieg ziehen ist. Erkenne, dass es Klarheit bedeutet, Weitsicht und Selbstfürsorge. Liebe dich selbst, indem du deine Grenzen wahrst und anderen die Möglichkeit gibst, deine Grenzen zu wahren. Dazu lädt dich die wilde Frau ein. Und sie verankert sich in jeder deiner Zelle. Drück sie aus. Benutze deine Arme, deine Beine, deinen Kopf, deinen Rücken, deine Füße. Fühle, wie diese Stärke durch dich fließt. Diese Klarheit. Diese Reinheit. Pure Wildheit. Genieße dich in deiner neuen Qualität. Mit welcher Selbstverständlichkeit ist die wilde Frau jetzt ein Teil von dir? Verdoppel diese Energie und mach sie noch größer. Strahle in die ganze Welt hinaus.
Erkenne dich in dieser neuen Kraft. Wie sieht deine wilde Frau aus? Wie kleidest du dich mit deiner wilden Frau? Was strahlst du aus in deiner wilden Frau? Jetzt empfinde ganz tief diese Liebe zu deinem neuen Ich und sieh, wie dein altes Ich mit deinem neuen Ich verschmilzt. Verkörpere diese Verschmelzung. Verkörpere diese Liebe zu dir selbst. Beweg deine Arme und Beine so, wie sich Liebe zu dir selbst anfühlt. Bewege deinen ganzen Körper in der Liebe zu dir selbst und zu deiner wilden Frau. Jetzt komme zu dir. Bewege dich langsamer. Dein Körper findet einen ganz sanften Takt, in dem es ihm möglich ist, diese Masse an Energie zu speichern und mitzunehmen. Komm ganz zu dir, vielleicht kniest du dich hin, vielleicht setzt du dich hin, vielleicht möchtest du dich hinlegen. Schließe deine Augen und fühl nach. Dank dir selbst für diese Minuten. Höre die Trommeln verklingen. Werde ganz ruhig. Du spürst, dass die wilde Frau in dir ist. Und sie geht nicht. Sie ist gekommen, um zu bleiben.